diese Partei, die jetzt gerade 15 Jahre alt geworden ist, die auch in ihrer Pluralität erhalten, um trotzdem mit einer Stimme zu sprechen. Also mein Präsidium und Parteiverstand, wir hatten heute kurze, knappe Sitzung beider Gremien. Ich fange kurz damit an, dass ich berichte. Ich war in der vergangenen Woche als Parteivorsitzender unterwegs auf Tour durch Europa. Ich habe unsere Schwesterparteien besucht, die Sozialdemokraten Europas in Brüssel. Ich war in Stockholm, habe die nordischen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten besucht in Lissabon und in Spanien, dann jeweils bei den Schwesterorganisationen. Das alles hatte das Ziel, auch den Kongress der Europäischen Sozialdemokraten vorzubereiten, den wir im Oktober hier in Berlin abhalten werden. Wir sind Gastgeber und gerade in diesen Umbruchzeiten, in Zeiten der Zeitenwende, in Zeiten, wo es ein europäisches Momentum gibt, wo es für uns wichtig ist, dass Europa stark ist und Europa vorangeht, ist uns wichtig, diesen Kongress sehr intensiv vorzubereiten. Das habe ich in der letzten Woche getan und werde das auch am Ende der Woche fortsetzen, wenn ich mich aufmache nach Polen und in die baltischen Staaten. Natürlich hat auch die Frage der Zeitenwende, die aktuelle Politik, eine große Rolle gespielt auf diesem Auslandstermin. Wir haben viel miteinander diskutiert, aber ich möchte Ihnen einige Dinge auch stichwortartig berichten, die in diesen Gesprächen insgesamt eine große Rolle gespielt haben. Wir waren uns einig als sozialdemokratische Parteienfamilie in Europa, dass wir jetzt alles tun wollen, um Europa gemeinsam stärker nach innen zu machen, Europa auch nach außen stärker zu repräsentieren, Europa eine stärkere geopolitische Aufgabe zu geben. Das Signal wird hier im Herbst auch vom SPD-Kongress in Berlin ausgehen und daran werden wir jetzt die nächsten Wochen schon sehr intensiv arbeiten. Einig waren wir uns auch, dass wir das begrüßen, was Olaf Scholz in Kiew verkündet hat, was einen Tag später auch die Europäische Kommission stark gemacht hat, dass wir eine Beitrittsperspektive, einen konkreten Beitrittsstatus für die Ukraine und Moldau wollen, dass wir wollen, dass es auf dem Europäischen Rat in der nächsten Woche dafür ein einstimmiges Votum gibt. Wir sind sehr klar und das hat heute auch noch mal, haben das die Gremien gefestigt und haben das unterstrichen, dass wir den Kurs von Bundeskanzler Olaf Scholz dort unterstützen. Wir sehen, dass die Ukraine zur Europäischen Union dazugehört. Natürlich gibt es Kopenhagener Kriterien, die erfüllt sein müssen. Aber der Weg ist klar und das war ein kraftvolles Signal, das der Bundeskanzler dort in Kiew gesetzt hat. Natürlich gilt diese Beitrittsperspektive und die Frage des schnellen Beitritts auch für die Staaten des Westbalkans. Auch hier war der Bundeskanzler unterwegs, hat deutlich gemacht, dass jetzt mit Hochdruck daran gearbeitet wird, hier ein klares Signal der Europäischen Union an die 6 Staaten des Westbalkans zu senden. Und ein weiterer Punkt auf der Europareise war das Verhältnis, das wir zu den osteuropäischen Partnern haben. Mir ist es wichtig, dass wir die osteuropäischen und baltischen Partner sehr ernst nehmen, dass wir auch nach durchaus kritischen Punkten in den letzten Wochen und Monaten, dass wir hier zu einem guten Miteinander kommen, dass Vertrauen aufgebaut wird. Ich habe gerade angesprochen, ich werde selbst Ende der Woche unterwegs sein und will dann auch dazu beitragen, dass in der sozialdemokratischen Parteienfamilie das Vertrauen gefestigt wird und dass es wachsen kann. Mir ist deutlich geworden in den 4 Tagen, dass Europa auf Deutschland guckt, dass wir eine hohe Verantwortung auch tragen für die Dinge, die passieren. Es gibt viel Unterstützung für den Weg von Olaf Scholz. Es wird gesehen, was die Bundesregierung alles seit Beginn des brutalen Angriffskriegs durch Wladimir Putin getan hat, welche Schritte wir gegangen sind, die Waffenlieferungen, die politische Koordinierung, der politische Druck, die Sanktionspakete, die ja maßgeblich durch Deutschland mit auf den Weg gebracht wurden. Also vieles, wo man sieht, wie Deutschland Führung übernimmt, auch welche Verantwortung wir wahrnehmen. Aber es ist eben auch die klare Erwartung, dass Deutschland insgesamt in den nächsten Jahren eine starke Führungsverantwortung in Europa unternehmen wird und dass das Ganze auch genutzt wird, um das europäische Projekt voranzutreiben. Viel ist heute geredet worden in den Gremien. Ich habe es gerade schon angesprochen worden, noch mal mit einem großen Dank verbunden an Olaf Scholz für die Reise, die er in der letzten Woche nach Kiew gemeinsam mit Macron, mit Draghi, mit Johannes unternommen hat. Das war ein kraftvolles Zeichen, mit 4 Regierungschefs dort bei Selenskyj zu sein, auch ein klares Signal an die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine zu senden, dass wir als Europa an ihrer Seite stehen. Und über die Gespräche ist ja durch den Bundeskanzler berichtet worden, sowohl die Frage des Wiederaufbaus, die Beitrittsperspektive, der Kandidatenstatus jetzt auf dem Europäischen Rat, alles das hat große Unterstützung in den Gremien der Partei heute gefunden. Olaf Scholz hat einen Ausblick auch gegeben auf den G7-Gipfel in Elmau.
auch hier ein wichtiges internationales Zeichen, wie Deutschland sich positioniert. Ich halte das für strategisch wichtig und das will ich hier nochmal betonen, dass Indonesien, Indien, Südafrika, der Senegal und Argentinien eingeladen sind zu dem Gipfel. Es geht darum, wie sich auch eine neue Weltordnung sortiert nach diesem Krieg. Und da ist es ein wichtiger Schachzug, dass man auch Staaten, aufstrebenden Staaten, die Hand reicht und aus einem exklusiven Club mit dem G7-Format ein offenes Format macht, genau diesen Partnerländern noch zeigt, dass wir mit ihnen gemeinsam die Zukunft gestalten wollen. Sie kennen alle die Überlegung eines Klimaclubs, die Olaf Scholz ja schon vor 1,5 Jahren formuliert hat. Also wir brauchen inklusive Strukturen, keine exklusiven. Und da ist diese Einladung, die er zum G7-Gipfel in Elmau ausgesprochen hat, ein wichtiges Signal. Vorletzter Punkt, den ich ansprechen will. Wir haben heute in den Gremien auch über die Frage der Energiesicherheit geredet. Aktuell sehen wir, dass die Versorgungssicherheit in Deutschland gewährleistet ist. Das ist ein ganz wichtiges Signal. Aber wir haben natürlich genau analysiert, was Wladimir Putin gerade tut. Er sieht, wie wir solidarisch an der Seite der Ukraine stehen, wie wir auch die Ukraine in Taten und Worten unterstützen und fühlt sich dadurch provoziert und schlägt jetzt zurück. Das sehen wir, indem das Gas auch gedrosselt wird, indem wir weniger Gas bekommen, die Gaslieferungen eingeschränkt werden und er versucht, uns so unter Druck zu setzen. Aber wir werden dem nicht nachgeben und wir lassen uns von Wladimir Putin an dieser Stelle nicht erpressen. Wir lassen uns nicht erpressen von ihm, sondern wir reagieren jetzt. Wir reagieren solidarisch und geschlossen. Und erste Maßnahmen hat die Bundesregierung ja auf den Weg gebracht. Für uns, und das will ich hier nochmal betonen, ist klar, dass es jetzt vor allem Aufgabe des zuständigen Ministers ist, die Einspeicherung von Gas voranzutreiben, dass es auch darum gehen muss, dass wir einen geringeren Gasverbrauch haben. Das muss jetzt mit der Industrie auch besprochen werden, wie das gelingen kann. Es wird nur in einem Miteinander von Politik, von Wirtschaft und Verbraucherinnen und Verbrauchern klappen. Also ein Weg, den Verbrauchern jetzt zu sagen, ihr müsst das jetzt alleine machen, den halten wir für völlig falsch. Es ist das Setzen von politischen Rahmenbedingungen, es sind Verabredungen mit der Industrie, wie auch dort Energie gespart werden kann. Und dann sind es natürlich auch die richtigen Hinweise an die Verbraucherinnen und Verbraucher, was sie individuell machen können, um Energie zu sparen. Aber wir sollten diese große politische Frage nicht bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ausschließlich ablagern. Wir haben eine Unterstützung dafür heute in den Gremien gehabt, dass die Kohlekraftwerke, die wir als Reservekraftwerke geschaffen haben, dass die einbezogen werden in die Stromversorgung, dass sie in Betrieb genommen werden. Das ist richtig. Das ist auch richtig, dass wir die Energiepreise und den Preisanstieg, dass wir dem entgegenwirken. Also das findet unsere volle Unterstützung, dass dort nicht ideologisch vorgegangen wird, sondern wir eben auch sagen, wir ziehen diese Kohlekraftwerke jetzt mit ein. Klar war allerdings auch, dass diese Debatten um die Verlängerung der Atomenergie oder die Rückkehr des Frackings, dass wir das ablehnen und dass das keine Unterstützung in der Sozialdemokratie findet. Es bringt nichts, wenn wir jetzt die Technologien der Vergangenheit wieder ins Spiel bringen und in die politische Debatte holen. Und deutlich, und das will ich hier nochmal betonen, ist vor allem, dass wir das, was im Koalitionsvertrag angelegt ist, dass wir große Schritte brauchen, um gerade den Ausbau der Erneuerbaren, den Ausbau von Wasserstoff voranzutreiben. Mit dem Osterpaket sind erste Schritte ja gegangen worden und jetzt kommt das Sommerpaket. Das wird nochmal umfassender sein und wird unterstützen auf dem Weg der Transformation und der Energiewende. Also die hohen Energiepreise sind keine Eintagsfliege, das ist auch klar. Die politische Herausforderung wird uns länger begleiten. Deswegen haben wir schon reagiert mit 2 Entlastungspaketen. Aber es ist auch klar, dass wir genau schauen werden, was man noch darüber hinaus tun kann. Der Staat kann nicht alles auffangen, aber wir stehen solidarisch an der Seite derjenigen, die besonders hart betroffen sind. Sie verfolgen ja auch, dass in der Koalition über das ein oder andere da noch diskutiert wird. Das ist erstmal gut, dass diskutiert wird. Es ist gut, dass wir gucken, wie wir die Bürgerinnen und Bürger entlasten können. Aber wir warten jetzt auch erstmal ab, bis die Maßnahmen aus den beiden ersten Entlastungspaketen alle greifen, bis die Gelder ausbezahlt sind, bis analysiert ist, wie welches Instrument auch gewirkt hat. Und dann werden wir in der Koalition sicherlich gucken, wie man die nächsten Schritte geht. In dem Kontext will ich auch sagen, dass die konzertierte Aktion von Olaf Scholz, die er ausgerufen hat, eine große Unterstützung gefunden hat. Das wird ein wichtiges Instrument auch im Kampf gegen die Inflation und gegen die steigenden Kosten und wird von der SPD dann noch positiv begleitet. Das soweit zum Bericht aus den Gremien heute. Die erste Frage geht an Herrn Rinke von Reuters.
Herr Klingbeil, zwei Fragen zum Thema Energie. Sie haben eben gesagt, Sie waren sich einig, dass man Atomenergie und Fracking ablehnt. Atomenergie als alte Technologie, Fracking ist ja nun keine alte. Die Bundesregierung ist ja bereit, Fracking-Gas aus anderen Ländern einzukaufen. Vielleicht können Sie da einfach nochmal sagen, was da das Argument war, warum man das dann nicht gleichzeitig in Deutschland fördern sollte. Und das Zweite mit den Kohlekraftwerken, sind Sie denn dafür, dass die auf jeden Fall jetzt zum Einsatz kommen müssen? Denn das Wirtschaftsministerium betont ja, dass es nur eine Option ist. Aber würden Sie sagen, dass die Gaseinspeisung jetzt absolute Priorität haben muss? Oder soll es bei einer Option bleiben? Es ist eine Option, aber eine, auf die wir nicht ideologisch blicken, sondern sagen, wenn es darum geht, diese Kohlekraftwerke zu nutzen, damit wir Energiepreise auch senken können, dann muss das vom Minister auch entsprechend entschieden werden. Wenn er zu dieser Entscheidung kommt, unsere Unterstützung hat er. Und was Fracking angeht, will ich hier nur betonen, dass die Situation in den USA eine ganz andere ist als hier. Dort gibt es große, nicht bewohnte Flächen, auf denen Fracking-Gas gefördert wird. Hier ist es so, dass wir Flächen haben, die eng besiedelt sind. Wenn Sie nach Niedersachsen gucken, wo es ja auch eine ganze Reihe von Erdbeben gegeben hat, wo unmittelbar in der Nähe von Wohnbehausung auch gefrackt wurde, dann ist das eine ganz andere Situation, mal davon abgesehen, dass die Möglichkeit hier zu fracken und wie viel Gas das ist, gering ist. Also wir sollten sehr konzentriert den Weg in Richtung Erneuerbare gehen und nicht an diesen alten Instrumenten festhalten. Herr Wegener von dpa. Ein anderes Thema allerdings, und zwar nochmal Ukraine. Sie haben sich auch, haben auch deutlich gemacht, dass Sie eine Beitrittsperspektive unterstützen. Die Außenministerin, die hat nun gesagt, man darf hier nicht nach Schema F verfahren. Sehen Sie das auch so? Und was könnte aus Ihrer Sicht so eine, sagen wir mal, ein bisschen forcierte Behandlung eigentlich beinhalten? Ich weiß jetzt nicht genau, was die Außenministerin mit Schema F meint, aber ich habe eine Vorstellung, dass natürlich viele Beitrittsprozesse in den letzten Jahren vor allem in den Mühlen der Bürokratie ein bisschen versandet sind, dass man ein klares Signal gegeben hat, einen Status vielleicht auch vergeben hat und dann ging es los mit der Brüsseler Bürokratie. So, es gibt klare Kriterien, es gibt die Kopenhagener Kriterien und es darf auch keine Sonderbehandlung geben, es darf keinen Rabatt geben. Ich glaube, das würde zu einigen Nachfragen auch und Unruhe führen, wenn man sieht, da ist jetzt ein Land, das auf einmal einen Sonderstatus genießt. Aber es ist schon ein Unterschied, ob ich sage, die Mühlen der Bürokratie entscheiden das, wie schnell es geht, oder ob man sagt, es gibt ein politisches Projekt, es gibt einen politischen Prozess, es gibt die Staats- und Regierungschefs, die Kommissionspräsidentin, Außenminister und andere, die immer wieder deutlich machen, wir wollen das jetzt zum Erfolg bringen. Und deswegen muss sehr schnell, sehr intensiv auch von Seiten der Europäischen Union mit der Ukraine, mit Moldau, mit dem Westbalkan geredet werden. Und die Dinge müssen gemeinsam auf den Weg gebracht werden. Und das hat es übrigens schon mal gegeben, als die Mauer fiel, als der Systemgegensatz sich auflöste, als wir sehr schnell vielen Staaten aus dem ehemaligen Ostblock auch signalisiert haben, wir wollen euch in der Europäischen Union haben. Da war das ja auch ein politischer Prozess, einer, der die Kriterien erfüllt hat, aber einer, der politisch war und der auf Geschwindigkeit doch ausgelegt war. Und ich glaube, genau darum geht es jetzt auch, um ein klares politisches Signal, den klaren politischen Willen und dann auch Leadership zu sagen, das muss jetzt schnell passieren. Nächste Frage an den Kollegen hier in der letzten Reihe. Genau, rechts. Nochmal zum Thema Energie im Koalitionsvertrag. Steht, haben Sie das ausgemacht mit der FDP? Jetzt kommt die FDP mit Fracking. Wie beurteilen Sie das als SPD-Vorsitzender, das Verhalten der FDP momentan? Es ist okay, dass in Umbruchphasen nachgedacht wird, wie man auf eine neue Situation reagiert. Aber ich habe sehr klar und sehr deutlich gemacht, dass es Fracking mit uns als SPD nicht geben wird. Herr Rinke hat eine Nachfrage. Ja, eine Nachfrage und noch eine andere Nachfrage zu dem Komplex Privatsektor bei Gas. Sie haben ja gesagt, dass die Verbraucher die Last nicht alleine tragen dürfen. Das ist ja ein bisschen interpretationsfähig. Würden Sie sagen, dass gesetzliche Regelungen, wie sie letzte Woche diskutiert wurden, also zum Beispiel über die Heiztemperatur in Räumen, dass die dennoch eine Option sind, wenn sich die Lage verschlechtern sollte, oder schließen Sie das aus? Und gibt es einen Kommentar zu dem Ausgang der französischen Präsidentschaftswahlen? Davon könnte ja möglicherweise auch die deutsch-französische Zusammenarbeit und weitere Reformen der EU abhängen. Also Punkt 1 ist, mir fehlt die Fantasie, dass wir gesetzlich beschließen, wie die Temperatur in den Wohnzimmern der Bevölkerung ist. Das halte ich für einen falschen Weg. Ich halte es für richtig, dass Politik
Hinweise gibt, dass wir aufrufen, dass wir Appelle machen, dass wir vielleicht auch Anreize setzen zum Energiesparen. Also da ist der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und das, vor allem geht es aber darum, dass wir politisch unsere Hausaufgaben machen. Also Politik muss handeln. Das abzuwälzen auf die Bürgerinnen und Bürger halte ich für den falschen Weg. Aber es geht darum, dass man das freiwillig entscheidet. Also klar zu machen, was es bedeutet, wenn jeder die Heizung 2 Grad kälter dreht, was das für Einsparpotenziale sind, was das auch hilft bei den Gesamteinsparungen. Das sind alles wertvolle Dinge. Aber dass wir beschließen gesetzlich, wie warm oder wie kalt es in den deutschen Wohnzimmern sein darf, das halte ich für einen falschen Weg. Zu Frankreich noch? Ach so, das... Also wir freuen uns natürlich erstmal, dass Macron wiedergewählt wurde. Das ist für die deutsch-französische Zusammenarbeit und Sie erleben, wie gut das zwischen Olaf Scholz und Emmanuel Macron funktioniert. Ist das ganz wichtig für das europäische Projekt, ist diese Achse wichtig. Das Ergebnis gestern war nicht so, wie wir es uns gewünscht haben. Wir hätten uns gewünscht, dass Macron eine deutliche Mehrheit auch im Parlament erhält, dass er eine deutliche Mehrheit hat. Jetzt wird der Bündnispartner suchen, wie das ausgeht und was das für Frankreich bedeutet, kann ich heute noch nicht bewerten. Aber ich wünsche mir natürlich, dass Frankreich, und da gehe ich auch von aus, dass Frankreich ein stabiler, ein verlässlicher Partner bleibt, wenn es darum geht, das europäische Projekt voranzutreiben. Anderer Wahlausgang wäre schön gewesen an dieser Stelle mit einer deutlichen Mehrheit auch für Macron im Parlament. Das ist leider anders gekommen. Und trotzdem glaube ich, dass die deutsch-französische Achse dadurch nicht erschüttert werden kann. Herr Krauser von ARD. Ja, ich wollte noch einmal kurz zurückkommen zu den steigenden Preisen. Welche Entlastungen sind aus Ihrer Sicht überhaupt noch möglich, denkbar? Und müsste dafür die Schuldenbremse 2023 wieder ausgesetzt werden? Ich werde nicht öffentlich darüber spekulieren, welche Entlastungen noch nötig sind oder welche möglich sind, weil ich glaube, dass wir da die Köpfe in der Koalition zusammenstecken müssen. Wir tragen eine wahnsinnig hohe Verantwortung, dass das Land durch diese schwierige Phase durchgebracht wird. Und da hilft es nichts, wenn wir uns jetzt gegenseitig vorschlagen in der Öffentlichkeit, was man machen kann. Ich habe ein Thema öffentlich angesprochen, das ist die Übergewinnsteuer, wo ich eine große Zustimmung auch merke, bis in den Mittelstand rein, wo Unternehmen aus dem Mittelstand sich an mich gewandt haben, auch sagen, das ist richtig, dass man darüber nachdenkt, wie geht man mit denen um, die in Kriegs- und Krisensituationen Gewinne machen. Also ohne eine neue Idee, ohne eine Investition, ohne dass man irgendwas mehr geleistet hat. Ich halte das doch nach wie vor für eine richtige Idee, dass man darüber diskutiert. Aber wir werden das wie bei den Koalitionsverhandlungen in der Koalition besprechen, was die nächsten Schritte sein können. Aber wir wissen schon mit den 3 Koalitionspartnern, wir tragen eine sehr hohe Verantwortung. Das werden keine einfachen Monate, die vor uns liegen. Und die wollen wir gemeinsam im Sinne der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes meistern. Gehört mit zu den Sachen, wo wir eine Klarheit im Koalitionsvertrag haben. Das hat der Bundeskanzler jetzt auch noch mal betont. Und insofern gehe ich davon aus, dass der Finanzminister kluge Ideen hat, wie wir sowohl das hohe Investitionsniveau, das verabredet ist, und die sozialen Projekte und eben auch die Fragen der aktuellen Zeit, wie wir das alles zusammenkriegen. Gibt es weitere Fragen? Dann vielen Dank, schönen Montag, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, also sind wir von der einen Pressekonferenz.